Mein sentimentaler Favorit, so beschriftet Uta Kagel ihre neueste Aufnahme. Doch bevor wir uns die genauer ansehen, hier ein kurzer Überblick, woher wir die quirlige Schauspielerin überhaupt kennen. In der erfolgreichen Telenovela Sturm der Liebe schlüpft Uta in Staffel 5 zum ersten Mal in die Rolle der Eva Saalfeld. Für die sechste Staffel bekommt die heute 39-Jährige mit ihrer Figur dann sogar die Hauptrolle. Über ein Jahr lang können wir das Liebesdrama rund um Eva und Robert Saalfeld mitverfolgen. 2011 verlassen die beiden die Show zwischenzeitig, kehren für einige Gastauftritte sowie für Staffel 16 aber zurück an den Fürstenhof. Während ihre Serienrolle Eva immer wieder mit Liebesproblemen zu kämpfen hat, scheint die Schauspielerin im echten Leben ihre Liebe gefunden zu haben. In einem 2019 veröffentlichten Interview des Playboy verrät sie: "Ich liebe leidenschaftlich in meiner momentanen Fernbeziehung." Ob der Mann auf ihrem neuesten Schnappschuss wohl der ist, von dem damals die Rede gewesen ist? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass die gebürtige Hallerin überglücklich aussieht. Total verknallt posiert sie mit dem Unbekannten. So vertraut, wie das Pärchen sich auf diesem Bild zeigt, könnte man wirklich meinen, dass die beiden sich schon eine Ewigkeit kennen. Verschmust schmiegt sie sich an die bärtige Backe ihres Freundes. Handelt es sich bei ihm etwa um die große Liebe der Schauspielerin? Zu der Aufnahme schreibt sie: "Ich bin es leid, zunehmend Selfies zu machen, aber dieser ist mein sentimentaler Favorit." Na, wenn das nicht die große Liebe ist,